Wir schreiben den 23. Februar 2021. Vor circa einem Jahr wurden wir mit dem Virus Covid-19 konfrontiert und seither hat er uns fest im Griff. Bezirkshauptmann Bernhard Breiner hat aus diesem Anlass die Presse eingeladen, um über die derzeitige Situation die Öffentlichkeit zu informieren. 9 Positive waren es in den letzten 24 Stunden im Bezirk Bruckmürz-Zuschlag. Die 7-Tage-Inzidenz beläuft sich auf 145 im Vergleich zu Gesamtösterreich mit 134, liegt Bruckmürz-Zuschlag knapp darüber. Na, wir stehen bei einer relativ hohen 7-Tage-Inzidenz, das heißt, also das Infektionsgeschehen ist noch immer so, dass andere Bezirke besser liegen als der Bezirk Bruckmürz-Zuschlag, und wir sind aufgerufen, gemeinsam mit der Bevölkerung und mit der Unterstützung der Medien etwas zu tun, damit wir von diesen Infektionszahlen herunterkommen. Ist jemand infiziert, hat das Kontakt-Tracing-Team die Aufgabe, den Kontaktpersonenkreis ausfindig zu machen. Oft eine sehr schwierige und mühsame Arbeit. Also ich durfte ab März 2020 das Team hier unterstützen. Das war vor allem das Kontakt-Tracing, das ja jetzt in Graz vorwiegend beheimatet ist, aber hier gibt es ja auch noch die Zentrale, wo noch weiter gearbeitet wird und Epidemieärzte jetzt zur Verfügung stehen. Wir haben damit damals entschieden, ob es sich um einen Indexfall gehandelt hat, also wirklich eine erkrankte Person, wie es mit den Kontaktpersonen ausgeschaut hat. Da gibt es die Unterscheidung zwischen Kontaktperson 1 und Kontaktperson 2. Das war meine Arbeit in der Zuarbeitung zur Behörde. Von dort wurden die Bescheide ausgestellt, die eben zu einer Quarantäne geführt haben. Sie sagen, es ist schwieriger geworden. Was ist der Grund dafür? Es wird eigentlich ein bisschen als Feindbild betrachtet und nicht als Unterstützung, dass hier die Epidemie oder Pandemie eingedämmt wird. Es ist nicht mehr dieser Zusammenhalt und auch nicht die Zusammenarbeit, während wir früher riesige Listen bekommen haben, die uns die Kontaktverfolgung erleichtert haben, erfahren teilweise das Contact Tracing Team nur mehr 1 bis 2 Personen, die in unmittelbaren Kontakt mit dem Indexfall stehen. Und das erschwert die Arbeit massiv. Dr. Hirschberger, Allgemeinmediziner, mit dem Covid-19-Virus auf Du und Du, wenn man das so sagen darf, daher seine Erfahrung eine objektive Darstellung der Situation gewährleistet. Was ist jetzt am wichtigsten? Das Wichtigste, nachdem wir Jahrestag feiern der Infektion und eine langsame Tagesschlampigkeit eingerissen ist, ist das Wichtigste im Endspurt hoffentlich, dass wir die alltäglichen Dinge, die persönlichen, durchführen. Und die sind Händedesinfektion, Abstand halten, und das Masketragen ist ja mittlerweile fast zur Selbstverständlichkeit geworden. Dazu die Möglichkeit testen, 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 bis wir jetzt genug Impfstoff kriegen, und dann impfen, 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 damit wir hoffentlich einen sehr schönen Sommer und einen entlastenden Herbst erleben werden. Nun kommt noch die Impfstoffdebatte. Was ist besser? Ja, diese Debatte ist leider ganz schlecht. Die ist entstanden, nachdem wir die Verzögerungen haben. Dann sind leider auch von den falschen Ecken die Kommentare gekommen. Die Impfstoffe sind gut und jeder Impfstoff, den ich kriegen kann, ist sehr gut. Und wenn man jetzt anspricht den Astra-Impfstoff, dann darf ich Ihnen sagen, es ist ein hervorragender Impfstoff, der nach 3 Wochen schon 75% Sicherheit bietet. Sollte ich eine Mutation kontaktieren, dann wird der Verlauf eher mild sein. Die Impfreaktion, die beschrieben ist, die haben wir mit jeder Impfung. Da kann ich locker Schmerzmittel dazu nehmen, zeigt aber, dass mein Körper reagiert und dass ich immunisierende Antikörper aufbaue. Das heißt, ich bin dann nach 3 Wochen, wenn ich gute Antikörper habe, auch nicht mehr der Überträger. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft. Und deswegen ist der Aufruf impfen, impfen, impfen. Und nicht darauf achten, es ist wiederum so, der nächste Impfstoff steht schon vor der Tür.
kommt der, wird der nächste wiederkommen. Es wird immer wieder neue Veränderungen geben. Aber das, was wir jetzt haben, ist gut. Es wird an uns liegen, die Hoffnung zu haben, dass Normalität wieder möglich sein wird. Dem Virus ist das mit Sicherheit egal. Hallo, hier ist der Thibo und die Tess aus dem Löwenland. Der Thibo glaubt mir ja nicht, dass ich zaubern kann. Weißt du was? Ich kann es ja dir nicht zeigen. Vielleicht finden wir ja wen, der was mir einen Zauberstab machen kann. Und dann kann ich es dir beweisen, Thibo. So, Marie, ich will dem Thibo beweisen, dass ich zaubern kann. Sehr gute Idee. Was brauchen wir zum Zaubern? Einen Zauberstab. Super, und den machen wir jetzt. Geht ganz leicht. Wir brauchen Papier. Da kann man auch schon angemaltes Papier nehmen. Geschenksbänder in verschiedenen Farben. Je mehr Glitzer, desto besser. Ich hoffe viel. Fixer und eine Schere. Okay. Gut, wir fangen an. Du nimmst das Papier und fangst von einer Ecke unten an, das zusammenzurollen. Ganz fest. Ganz fest, das ist eine Futzelarbeit. Ja. Wer ist schneller? Nein. Nein? Okay. Ja. Hopp. 3, 2, 1. Sehr schnell. Und schnell, 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 schnell. Super. Ja. Genau. So, ich hab das Papier. Da brauchst du vielleicht Hilfe. Genau. Gebt mal das Ende vom Papier einmal mit Hilfe fest. So. Dann kann man da die ungeraden Enden abschneiden. Darf ich das? Magst du das machen? Das nehme ich meiner. Ja. Genau. Auf die Finger aufpassen. Vielleicht, wenn ihr noch kleiner seid, holt euch einen Erwachsenen zu Hilfe. Ja, okay. Gut. So, jetzt müsst ihr aussuchen, welche Farbe von Magie du gerne hättest. Alle. Dann fangen wir mal mit einer Farbe an. Welche magst du zuerst nehmen? Beginn. Super. Das war ein Knoten. Machen wir wieder ein Stück dick so für den Anfang vom Geschenksband. Genau, das gehen wir dann auf den Zauberstab drauf. Und jetzt kannst du das Geschenk dann drehen und so um und dann. Okay. Rollen, okay? Brauchen wir die nächste Farbe? Das hier? Ja. Auf den Knoten. So, der Zauberstab ist jetzt fertig und jetzt müssen wir uns noch einen Zauberspruch. Okay, gut, aber du musst mir sagen, es ist dein Zauberstab. Ene, mene, Mäusetreck, Thibo ist jetzt weg. Hex, Hex! Wo ist der Thibo? Wer hin? Thibo! 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 Hallo! Da vielleicht? Was können wir jetzt ohne den Thibo machen? Wir haben ihn echt verloren. Das ist. Aber du hast ihn weggezaubert. Du könntest ihn wieder herzaubern. Ja, genau! Ene, mene, Mai. Thibo ist herbei! Hex, Hex! Thibo! Du bist da! Oh, Thibo, endlich haben wir dich zurückgezaubert. Wo warst du? Überall, okay. Okay. Mhm. Ja, gut. Tessa und Thibo sagen Tschüss. Gib dem Video einen Daumen nach oben.